Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt, und heute ist es mal was ganz Besonderes, denn dieses Spiel reizt mich auf der einen Seite unfassbar, auf der anderen Seite habe ich auch gehörigen Respekt davor. Es handelt sich um The Long Journey Home, und The Long Journey Home ist eigentlich ein sehr interessantes Spiel, und zwar geht es dabei darum, dass ihr den ersten bemannten Weltraumflug oder ersten bemannten Sprung der Geschichte macht. Und der geht ein bisschen schief. Und ihr landet nicht da, wo ihr eigentlich landen solltet, sondern ganz, ganz, ganz weit weg. Und ja, ihr wollt natürlich irgendwie zurück zur Erde. Und genau das ist dieses Spiel. Und dabei muss man unfassbar viel machen. Man muss natürlich mit der Crew irgendwie schaffen, wieder diesen langen Weg zurückzunehmen. Und ja, deswegen wollen wir uns auf jeden Fall mal dieses Spiel anschauen von Daedalic Entertainment. Und ich würde sagen, da gucken wir jetzt einfach mal rein und schauen, wie es so losgeht. Zu Beginn ist es recht simpel. Zu Beginn wählen wir hier ein Crewmitglied aus. Und wir müssen da 4 Crewmitglieder auswählen. Da gibt es hier den Testpilot, den Ingenieur, den Botaniker, theoretischer Physiker. Und jeder bringt so ein Item mit. Das Problem ist, wir wissen nicht wirklich, was die Items machen. Also von dem her ist es sehr, sehr interessant, weil wir bekommen zwar hier so eine kleine Einführung, was der machen kann und was der sagt, aber wirklich wissen tun wir es erst sozusagen im Spiel. Und das ist schon mal sehr kurios, denn normalerweise ist heutzutage in allen Spielen so, es gibt Stats zu allem, ihr seht sofort, was kann wer, und hier ist es so, ja, man weiß es eben nicht. Deswegen muss man hier so nach eigenem Gusto mal nehmen. Archäologie kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, es wird bestimmt irgendwelche Sachen im Spiel zu erkunden geben. Deswegen nehme ich jetzt erstmal den Testpilot. Testpiloten kann man immer gebrauchen. Ein Ingenieur, würde ich sagen, oder eine Ingenieurin kann man auch immer gebrauchen. Botaniker, das ist bestimmt irgendwie dann fürs leibliche Wohl oder sonstiges. Zivile Beobachterin kann ich mir gar nichts vorstellen. Konzerndirektor ebenfalls nicht. Vielleicht ist der so ein Thema. Alles, was man für ein Bordzug in Wracks und Ruinen bedeckt. Der kriegt ein Bergungsset. Notfallsender, keine Ahnung, was das wiederum sein soll. Kleinen Schädlingen. Astronautin ist schon mal gut. Aber ja, wirklich wissen tut man es alles nicht. Deswegen entscheide ich mich jetzt noch. Die Astronautin nehme ich mal nicht. Weil man darf nicht. Eine Sache muss man sagen, das habe ich nämlich schon gelesen. Wenn eines der Crewmitglieder stirbt, dann ist der auch weg. Das ist so auch was ganz Besonderes an dem Spiel. Deswegen nehmen wir jetzt einfach noch hier den Konzerndirektor und die Archäologe mit. So, dann kann man sich das Schiff auswählen. Da gibt es 3 verschiedene. Die ISS Ulysses, die Endurance und die Discovery. Und ihr seht schon, was die wie können. Außenhülle, bla bla bla. Und ich glaube, das schaut mir hier so ein bisschen so nach der eierlegenden Wollmilchsau aus. Deswegen nehme ich mich mal der Ulysses an. Jetzt kann man auch hier das Design verpacken. Und dann nehmen wir einfach mal das. Das schaut ganz schnieke aus. Bei den Landemodulen gibt es auch wieder 3 Stück. Pathfinder, Odyssey und Serenity. Und auch hier nehme ich wieder das, wo sozusagen alles kann, sage ich mal. Und hier kann man jetzt ein Seed eingeben für eine gewisse Galaxie, um die zu bespringen, wenn man sagt, okay, man kann sich mit Freunden vergleichen und sonstiges, weil jede Galaxie ist eigentlich wieder für sich prozentual generiert und ganz neu. Also das heißt, ihr werdet sozusagen, auch wenn das Spiel mehrmals spielt, nicht immer das Gleiche erfahren. Auch die Bösen, in Anführungszeichen, auf die ihr trifft, auch die verändern sich. Also da ist so immer ein bisschen was dabei. Ja, und dann geht's auch schon los. Und jetzt gibt es hier auch Schwierigkeitsgrade. Abenteuermodus, Storymodus. Und der Rogue-Mode. Nur für Experten, für neue Spieler und willkommen. Der Abenteuermodus ist eigentlich so der normale Modus, den man so wählen sollte, wenn man, sage ich mal, ein bisschen Skill hat. Ich persönlich werde mich nicht an den Rogue-Modus machen, sondern an den Story-Modus. Denn das ist ehrlicherweise der leichteste. Der darf man so ein bisschen sich mehr Fehler erlauben. Und dementsprechend sollte man da am einfachsten zurechtkommen. So,
Ihr seht auch übrigens, du kannst jederzeit zwischen Controller und Tastatur wechseln. Und ich habe schon auch meinen Controller angesteckt, also auch der ist hier gerade schon am Start. Und jetzt fangen wir aber mal mit dem Tutorial an, weil wie gesagt, ich selber habe ja auch noch keine Sekunde gedaddelt. So. Ich weiß nur nicht, wie man startet. Ich hoffe, da sagt man irgendwie was. Ich habe das Gamepad schon in der Hand. Okay, Schub. Okay, so lange an Höhe, bis der Autopilot übernimmt. Das ist machbar. Okay. Das ist definitiv machbar. Und das ist unser Raumschiff. So, und das ist jetzt auch eines der ganz besonderen Sachen, denn wir müssen zur Schiaparelli-Bergbaukolonie auf dem Mars, um die exotischen Materialien zu holen, die wir für den Sprung benötigen. Fliege in den Orbit des Mars auf der Minimap markiert. Und jetzt ist es nämlich so, wir müssen nämlich selber in den Orbit von jedem Planeten und das ist wirklich so ein bisschen tricky. Ihr seht zum Beispiel hier auch auf der Erde, Missionsprognose ist harmlos, welcher Oberflächentyp, Gravitation durchschnittlich gemäßigt und sonstiges. Also auch das wird nachher sehr wichtig sein, weil wir erst durch die Sachen, die auf dem Planeten sind, uns da ja so ein bisschen orientieren können, was wir brauchen. Weil wir brauchen natürlich immer wieder Sachen zum Reparieren, wir brauchen Sachen, dass wir wieder weiterkommen mit dem Benzin oder in dem Fall Sprit oder sonstiges. So. Das habe ich hier auf den Knopf Shift gedrückt. Alle Sachen werden eigentlich per Fenster erklärt, also es gibt jetzt keine großen Dialoge so gesehen. Ja, alles gut. So, und so die Gegenstände, die du auf deiner Reise gesammelt hast. Jedes Crewmitglied hat andere Ideen, wenn es um Untersuchung und Handhabung geht. Denk dann, die meisten Gegenstände sind einmal verwendbar. Auch das ist ganz besonders wichtig. Aber das ist jetzt noch nicht Thema, sondern wir wollen natürlich jetzt erstmal hier zum Mars. Und jetzt würde ich gerne wissen, wo der Mars ist. Aha, das ist okay. Ich drücke jetzt einfach mal auf X verlassen. Gib Schub, um zu beschleunigen. Das Schiff wird danach ein gewisses Momentum behalten und wird durch die Anziehungskraft von den Himmelskörpern beeinflusst. Um die Geschwindigkeit des Schiffs zu verringern, drehe das Schiff entgegen seiner Flugbahn und gib Schub. Verwende die Minimap, um die Gravitationsquellen sowohl zur Navigation als auch zur Geschwindigkeit zu steigern und Treibstoff zu sparen. Um den orbitalen Autopiloten zu aktivieren. So, okay, den habe ich jetzt aktiviert. Okay, jetzt wollen wir natürlich raus. Okay, Boost gibt es dann, um schneller... Okay, alles klar. Das heißt, ich muss da jetzt hin, da wo der Rote ist. Und ihr seht schon... nicht ganz leicht, hier auf die Linie zu kommen. Was passiert beim Boost? Okay. Boost verbraucht natürlich nochmal mehr Sprit. Ich hoffe, wir sind überhaupt richtig unterwegs. Ich habe aber so das Gefühl, dass wir auf dem Orbit der Erde hier unterwegs sind immer noch. So sieht es zumindest aus. Deswegen lasse ich mich mal hier in den nächsten Orbit droppen. Und ich glaube, der schaut jetzt gut aus.
Wie gesagt, ich werde jetzt natürlich immer schneller. Logischerweise. Deswegen booste ich mal dagegen an. Und ihr seht's. Jetzt muss ich hier mal auch mit dem Boost arbeiten. Dass ich hier in den Orbit komme. Okay. Jetzt hoffe ich, ich bin natürlich jetzt voll auf Kollisionskurs gefühlt. Jetzt muss ich es in den Orbitalring und ich muss hier natürlich dementsprechend dagegen ankommen. Ja, und das ist jetzt... Und jetzt komme ich hier rein. War jetzt nicht der schönste Anflug, den man so machen kann. Aber ihr seht, wie es funktioniert. Und natürlich, für mich war es auch das erste Mal. Also dementsprechend muss man da auch erstmal reinkommen. Und lande dort. Ja, jetzt müssen wir auch noch landen. Das heißt, jetzt wird es nochmal spannend. Da sehen wir aber jetzt eben, Missionsprognose ist harmlos. Oberflächentyp ist Fels. Gravitation gering. Temperatur arktisch. Ja, Lebensform gibt es Menschen. Und... Das sollte alles passen. Man kann hier nochmal die Karte sehen. Gelber Zwerg, so. Aber das passt alles. Also, landen wir einfach mal. Und jetzt ist das hier wieder so ein kleines Minigame. Denn jetzt müssen wir irgendwie landen. Da, wo es rot ist, glaube ich, müssen wir hin. Ha, so. Und jetzt kann ich den Ort untersuchen. Die Kommunikationsknotenpunkte deines Schiffs. Frage nach Themen, zeige interessante Gegenstände herum und quatsche einfach ein bisschen. Ja, das kriege ich hin. Das heißt, was? Große M-Kanister, drei Stück für jeden Sprungtrieb komplett füllen. Und ihr seht, so schaut es dann aus. Willkommen auf dem Mars, ISA. Wir haben hier frisch aufgesetzte Anmaterial für euch. Bereit für den Transfer? Weiter. Transfer abgeschlossen, ISA. Einen Moment noch. Ja, wir haben hier noch ein Geschenk für euch. Der Boss will, dass ihr unseren neuen Schildgenerator-Prototypen draußen ausprobiert. Der sollte sich problemlos anbauen lassen und schützt euch gegen Energiestöße. Ja, das ist gut. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Bringt uns was Schönes mit. Schiapelli out! Ja. So, jetzt will ich aber dann nochmal. Kann ich da nochmal irgendwie rein? So, genau. Das wollte ich jetzt nochmal da hier oben angucken, was da so ist. Missionsbericht. Logbuch. Orte. Brücke. Schilde schützen vor gegnerischem Beschuss, aber nicht vor Kollision. Mit Waffen kann man sich gegen Feinde wehren, aber. Oder Ressourcen aus. Aha. Weil auch da gibt es natürlich Böse, die uns nicht so gern wohlgesonnen sind. Das heißt, hier kann ich auch mal sehen, Treibstofftank, aha. Der ist schon recht low. Aber da kann ich nichts machen. Ansonsten schaut alles andere noch gut aus, obwohl wir hier einmal so ordentlich reingebämst sind. Bergbaulaser, Landemodul. Das Landemodul, das schaut wiederum ganz ordentlich aus. Ressourcen. Schiffsfracht, Landemodulfracht. Aber so wie ich das sehe, ist hier nichts dabei. Und ich habe hier nichts, wo ich irgendwie und Quartiere. Und da kann ich hier auch so die Crew mal so ein bisschen checken. Aber die schaut noch so ganz fein aus. Der Schädel erinnert mich ganz klar mal an Indiana Jones. Und im Labor, da kann ich dann hier mich um das. Aber gut, das wird mir hoffentlich gleich nochmal weiter im Tutorial erklärt. Gut, dann wegen mir. Kann ich raus? Wir müssen hier aber zurück. Okay, das heißt einfach wahrscheinlich hochboosten.
Schiff wurde während der Landemodulmission im Orbit betankt, das ist gut. Öffne das Schiffsmenü und wähle das Labor. Wähle deinen neuen Schild und ein Crewmitglied, das ihn einbaut. Wähle erst den M-Tank im Labor und dann ein Crewmitglied. Okay. Also pass auf. Erstmal Schiffsmenü wählen, also Labor. Labor sind wir schon. ISA-Schild. Ich würde sagen, das soll er machen. Ist klar, das sollte kein Problem sein. War doch alles. Oh, das passt. Öffne das Schiffsmenü, wenn er schwelle. Erst den M-Tank im Labor, dann ein Krummel, um den Sprungantrieb zu betanken. Ja, das macht sie dann. Halte Schub und Boost und in den. Okay. Aber wohin puste ich denn? Das war knapp. Habe ich so das Gefühl. Tschuf. Ja, schön. Weg sind wir. Und natürlich geht was kaputt. Wir wollten eigentlich nach Alpha Centauri, das kann ich an der Stelle mal verraten. Und ihr seht, Entfernung zur Erde, das wird jetzt gleich spannend. Ist ein wenig weiter als ursprünglich geplant. So, und jetzt sind wir hier. Sprungantriebsfehlfunktion. Etwas hat die Raumfaltung beeinflusst. Wo zur Hölle sind wir? Das ist nicht Alpha Centauri, sondern sozusagen ein großes Trümmerfeld. Wir sind hier gefangen. Folge dem weißen Pfeil, um das Störsignal zu finden. Sieht jemand einen weißen Pfeil? Ach, da. Du kannst den Steuerungsmodus des Schiffs in der Option ändern. So, Waffen sind ready. Ich muss nämlich aufpassen, dass ich hier nicht in die Ding da komme. In die Frackteile. Halte zum Verlassen. Warum sollte ich verlassen? Ich will jetzt erstmal hin, wo der weiße Pfeil ist. Auch das kostet natürlich ein bisschen Sprit. So. Steuert sich über das Gamepad übrigens super. Jetzt mache ich das echt mal. Jetzt darf ich da jetzt rein? Kriege ich Schaden? Ah, da ist irgendwas. Eine riesige Alien-Struktur. Hört ihr mich? Ja, aber sowas von. Knistern vor Spannung. Keine Lebenszeichen. Laut den Anzugssensoren besteht die Luft hier aus Ozonstiftung, ein paar unbekannten Elementen und okay. Habe eine Tür gefunden. Die Stromversorgung scheint noch intakt zu sein. Sonst erwartet ihr hier irgendein Signal. Welches Signal? Ja. Okay. Ich würde einfach mal das Fragezeichen nehmen. Das letzte, eine, ja, würde ich einfach mal sagen, installieren wir mal.
Ich sehe keine Knöpfe oder Schalter, aber in der Mitte des Raumes steht eine Alterung. Irgendwas ist da drin. Ich kann es nicht erklären, aber es ruft mich zu sich. Ich glaube, es will, dass ich mich... Ja, genau. Schlüsselstein halten. Die Betrüger haben aufgehört. Die Sphäre schaltet sich komplett ab. Ich kehre zum Schiff zurück, solange ich noch kann. Standard verlassen. Ja. Ja, okay. Wie verlasse ich das jetzt? Auf R2 drücken. Okay. Ja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Warte mal, das ist ja ein falscher Orbit. Unsere Scanner haben wertvolle Ressourcen auf diesem Planeten erfasst. Wir können sie abbauen, um den und sowohl Bohrer auf dem... Okay, also klar, wir müssen zum Planeten. Also dann muss ich da in den Orbit von dem Planeten. Muss nur aufpassen, weil auf dem inneren Orbit, seht ihr das, da ist scheinbar... Ich frage mich nur, ist der eine Planet das in der Mitte oder ist das? Oder ist das eben der Mond bzw. die Sonne? Und der äußere Ring hier? Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber einen Sprung will ich jetzt nicht initialisieren. Ich will da jetzt erstmal landen. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht auf den inneren Ring komme, sondern hier auf dem bleibe. Das sind auch so kleine Punkte auf der Minimap. Seht ihr die? Die jetzt sozusagen gleich. Einer davon kommt in den äußeren Ring und einer davon kommt in den. Also in den mittleren Ring, einer davon kommt in den äußeren Ring. Ich will jetzt eben auch nicht zu schwer schnell werden. Ach, das sind keine Punkte, das ist nur hier die Sterne sozusagen, so wie ich das sehe. Ich sage, wenn ich jetzt wieder zu schnell werde, dann pralle ich da auf den Planeten auf. Das will ich natürlich auch nicht. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das jetzt überhaupt der Planet ist, aber ich denke mal schon. Natürlich hätte das andere jetzt auch da auf der Minimap ist ja was markiert. Wahrscheinlich war das jetzt sogar eher gemeint. Aber das werden wir jetzt gleich merken. Irgendwas werden wir jetzt zumindest mal gleich hier entdecken. Und zwar diesen Planet, auf dem wir jetzt auf dem Weg sind. Jetzt muss ich nämlich gleich Gegenschub geben, bevor wir hier zu schnell reinkommen. So, das lief schon mal. Harmlos, gering, Silikate gewöhnlich. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwas ist, dass wir nach Metallen. Ob das jetzt schon der ist, wo wir brauchen. Aber ich würde es einfach probieren.
Mehr kann nicht schief gehen. Ansonsten fliegen wir zu dem Planeten, der da hier so blinkt auf der Karte. Wahrscheinlich ist auch der gemeint, aber... Das sehen wir jetzt gleich. Gut, ist hier kaum Schwerkraft. Gravitation gering, deswegen kann ich hier gut steuern. Und ich tauche sogar ein bisschen wieder ab. So, L2 zum Bohren. Auch das braucht wieder Treibstoff. Aber da hole ich Silikate scheinbar raus. Ich weiß nur nicht, für was ich die brauche. So, und scheinbar, je weiter ich komme, desto mehr mache ich kaputt. Und ich glaube... Ich belasse es dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt weiter bohren soll. Schauen wir einfach nochmal, was passiert. Aber es braucht halt unfassbar viel Treibstoff, so weit zu bohren. Gamepad rüttelt auch wie Hölle. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt auch. So, und jetzt würde ich sagen, wir schauen noch den einen... Das kann nicht der Planet gewesen sein, der gemeint war. 100% ist der andere Planet gemeint gewesen. Der blinkende da. Wie gesagt, ich will jetzt auch wieder nicht zu schnell werden. Aber da hat man mal gesehen, vielleicht einfach mal machen, was das Spiel von einem will. So, jetzt kommen wir gleich auf die äußeren Orbit da. Also ich muss sagen, das Steuern ist schön, dass es jetzt nicht so arkadig ist, sondern dass man einfach wirklich da steuern muss und dass das alles dementsprechend auch passen muss. Also das Spiel hat wirklich Potenzial für viele, viele, viele Stunden. Bis man einmal zurückkommt, sind es so 6 Stunden, was ich gelesen habe, wenn man es denn schafft. Und wir haben jetzt noch nicht mal einen Sprung gemacht sozusagen. Und halbe Stunde schon fast durch, klar. Ist natürlich mit Tutorial, aber... So, jetzt wieder hier schön in den Orbit reinkommen. So schaut es gut aus. Zack. Und da haben wir Mineral, da haben wir Gase, Wasserstoff, Aluminium. Da ist alles da, was wir so fürs weitere Leben brauchen. Harmlos, durchschnittlich, subarktisch. Das schaut gut aus. Da holen wir uns jetzt ein bisschen was. Ich habe natürlich viel Dingfeuer gebraucht bei dem anderen. Viel Treibstoff. Ah, okay, das ist wieder aufgefüllt. Wow. Ich hatte keine Chance dagegen zu lenken. Also das Ding kam so stark rein.
Jetzt weiß ich aber nur nicht wirklich nicht warum. Aber das ist mal ordentlich abgeschmiert. So, da gibt es Wasserstoff, aber da muss man in dieser Wolke bleiben. Und echt, das ist gerade deutlich schwerer hier ordentlich zu fliegen. So, da habe ich ein bisschen Treibstoff. Also, ganz andere Nummer, muss man sagen. Zur zweiten Schicht würde ich da schnell nach gern kommen. Und jetzt hole ich mal das da drüben noch, was da so gibt. Über diesen großen Berg noch drüber. Ihr könnt die Länder auch verlieren, das ist auch noch so ein Thema. So, was gibt's da jetzt? Aha, kann ich irgendwas besuchen? Ja, erkunden natürlich. Pflanze gefunden. Natürlich nehmen wir die Pflanze mit. So, und jetzt brauche ich da noch dieses eine Ding da drüben. Ich weiß auch nicht, wie viel Sprit ich brauche, um da wieder wegzukommen. Aber das Aluminium würde ich gerne noch mitnehmen. Zumindest ein Aluminium. So, Treibstoffwarnung. Ich probiere es jetzt einfach, ob ich jetzt rauskomme. Müsste aber gehen. Und da bin ich wieder am Schiff zurück. So, jetzt schauen wir mal ins Schiff. Warte mal, was steht denn da? Im Ressourcen kannst du Material... Okay, im Ressourcen. So, zack. So, da scheine ich wieder das Ding zu machen. Landemodul. Ich wüsste jetzt nur nicht, welche Minerale aus... So, ha. So, unsere lange Reise beginnt. So, mehr kann ich nicht tun. Gut, damit haben wir uns dieses Angezockt auch schon verdient, würde ich sagen. Es ist ein sehr interessantes Spiel. Ich werde es auf jeden Fall weiter zocken. Ob ich es auf YouTube oder vielleicht eher auf Twitch bringe, weiß ich noch nicht. Ich denke mal YouTube nicht. Aber ein gutes Projekt für Twitch. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mal so einen kleinen Einblick von A Long Journey Home zu bekommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.